Wir wollen miteinander diese Bibelwoche überschreiben: Was wird aus dieser Welt? Das Unterthema ist ja immer der Heilsplan Gottes, der Heilsratschluss Gottes, wie es wörtlich heißt in der Bibel, der ganze Heilsratschluss Gottes. Aber wir haben ein Generalthema über diesen ganzen Heilsratschluss Gottes gesetzt, der lautet: Was wird aus dieser Welt? Die Veranlassung gab ein Artikel, ein Aufsatz, der von einem deutschen Atomphysiker geschrieben wurde, im Jahre 1956. Das sind ja runde 40 Jahre zurück, das kann man gar nicht glauben. Das war Werner Heisenberg. Und dieser Atomphysiker schrieb: Man muss die heutige Menschheit vergleichen mit einem riesen Ozeandampfer, der in die Nacht hinaus, in die Weltenmeere hinausfährt und die Bordkapelle spielt, die Leute essen, trinken, schlafen, tanzen, spieligen, sünden und so weiter. Die Mannschaften tun ihren Dienst, der Kapitän steht auf der Brücke. Und wie das eben auf einem Riesenschiff so ist, wenn so 2000 Menschen da mitfahren, ist eine ganz große Angelegenheit. Aber irgendetwas stimmt auf diesem Schiff nicht. Es hat sich nämlich vom höchsten Offizier bis zu dem kleinsten Schiffsjungen herumgesprochen: Auf diesem Schiff ist der Kompass kaputt. Richtig kaputt. Und das Schiff fährt einfach in die Nacht hinein. Jeder auf diesem Schiff weiß, es kommt bald die Katastrophe. Wir fahren an einen Eisberg, wir knallen mit anderen Schiffen zusammen. Aber es wird gesungen, gefeiert, gesündigt, getrunken, getanzt, die Maschinen stampfen, die Offiziere stehen auf ihren Posten, die Matrosen tun ihren Dienst. Die wissen genau, bald kommt die Katastrophe. Und man fährt einfach ins Blaue, Tag und Nacht, über das Meer, bis die Katastrophe kommt. Nun, ihr Lieben, das war im Jahre 1956. Und dieser Atomphysiker hatte gewiss recht, wenn er unsere heutige Welt als ein Ozeandampfer bezeichnet, wo der Kompass fehlt, wo die Orientierung fehlt. Niemand weiß in der Öffentlichkeit, in der Wissenschaft, in der Politik, niemand weiß, wann wird die große Katastrophe kommen, denn der Dritte Weltkrieg hängt so dunkel über der ganzen Welt wie nie zuvor. Und je weiter wir in die Endzeit hineinfahren, ja umso mehr fahren wir in die Nacht hinein, und eines Tages kommt die Katastrophe. Und dann erhebt sich die Frage: Was wird aus dieser unserer Welt? Nun, ihr Lieben, das ist natürlich nur eine evangelistische Überschrift, nur ein evangelistisches Thema. Denn jeder denkende Mensch heutzutage fragt: Was wird aus dieser Welt, aus diesem Erdball, aus den über 5 Milliarden Menschen, die auf den 5 Erdteilen leben? Was wird aus meinem Leben, aus meiner Familie, aus meinen Kindern, aus meinen Enkelkindern? Wie soll das weitergehen? Tja, wir wissen es nicht. Werner Heisenberg sagte 1956 schon: Auf dem großen Schiff, auf dem Erdball, da ist der Kompass entzwei. Der Mensch hat durch die Sünde, durch die Gottlosigkeit den Kontakt zu seinem Schöpfer verloren. Und nun fährt er von einer Hölle in die andere. So müssen wir also fragen: Was wird aus dieser Welt? Ich nehme an, dass ihr schon manches Gespräch geführt habt mit Menschen, die euch auch so gefragt haben: Wie soll das weitergehen und was kommt auf uns zu? Wenn wir nur an Europa denken, in Europa wird blutig gekämpft. Millionen von Flüchtlingen, Hunderttausenden von Toten. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Da waren doch 55 Millionen Tote gewiss genug. Und jetzt ist schon wieder in Europa ein Blutvergießen. Ja, da fragt man sich: Was wird aus dieser Welt? Wie geht es weiter mit der Menschheit? Menschheit wohin? Was wird aus dir, was wird aus mir, was werden wir und unsere Kinder alles noch auf dieser Erde erleben? Nun, wir fragen heute Abend nicht die Tageszeitung, wir gucken auch kein Fernsehen, wir fragen auch keine Wissenschaftler und schon lange keine Politiker. Niemand von ihnen weiß, was auf sie zukommt. Es gibt nur eine Schar von Menschen, die wissen, was kommt. Das sind die Gläubigen, die wiedergeborenen, bluterkauften Kinder Gottes, die die Bibel aufschlagen. Das Buch der Wahrheit. Das Buch, von dem unser Heiland in Johannes 17 sagt: Dein Wort ist die Wahrheit.
Wir schlagen das Buch auf, in dem er als das Heil der Welt bezeugt wird. Er, unser Heiland Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich meine, wenn er die Wahrheit ist, ist alles andere Lüge. Und wenn er der Weg ist, ist alles andere Irrweg. Und wenn er das Leben ist, ist alles andere Tod. Wir fragen also die Bibel, wir fragen also unseren Heiland Jesus Christus, wir fragen also den allmächtigen Gott, unseren barmherzigen himmlischen Vater. Was wird aus dieser Welt? Was sagt der Heilsratschluss Gottes, die Welt, woher sie kommt? Was sagt der Heilsratschluss Gottes, warum sind wir hier? Was sagt der Heilsratschluss Gottes, wie geht's mit der Welt, wie geht's mit uns weiter? Was ist, wenn wir gestorben sind? Ist mit dem Tode alles aus? Nun, die Bibel hat 66 Bücher, die Bibel hat 1189 Kapitel, die Bibel hat 31.173 Verse. Das ist der Heilsratschluss Gottes. Wir haben natürlich nicht die Zeit, das alles hier durchzunehmen. Wir nehmen Verse durch, wir nehmen aus Kapiteln Abschnitte oder aus Büchern der Bibel und die geben uns einen Überblick über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit und da wir auch zur Menschheit gehören, tja, ist das auch unser Heilsplan Gottes. Was hier in der Bibel steht, da sagt jedes Wort und jede Seite und jeder Vers, das tat ich für dich, was tust du für mich? Ein bekanntes Wort. Die Bibel sagt uns im Heilsratschluss Gottes, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus für uns getan hat. Das große Heil, das er vor Grundlegung der Welt für uns beschlossen hat. Das große Heil, das er uns in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Wir finden dieses Wort Heilsratschluss mehrmals in der Bibel, besonders im Neuen Testament. Ich möchte nur zwei Worte lesen, die uns bekannt sind, die aber in der Luther-Übersetzung nicht so ganz deutlich zum Ausdruck kommen. Deswegen erkläre ich das etwas vom Grundtext her, vom Hebräischen oder vom Griechischen, oder weise auf eine andere deutsche Übersetzung hin, damit wir das viel, viel besser verstehen. Und zwar Apostelgeschichte 20, Vers 27. Das ist also der Schlüsselvers über den Heilsratschluss Gottes. Ihr seht, wir haben ja an der Wand sogar die Möglichkeit, dass wir eine Tafel hier haben. Die Technik macht es möglich. Und ihr seht, das ist der bekannte Plan, der bis jetzt in 5 Sprachen erschienen ist. Er wird aber bald in 10 Sprachen erschienen sein. Wir arbeiten auch sehr hart an den Büchern. Und da seht ihr oben groß drüber, was wird aus dieser Welt. Und dann die Zentralbibelstelle, der Heilsratschluss Gottes. Apostelgeschichte 20, Vers 27. Da ist es. So, das ist jetzt der Schlüsselvers. Heilsratschluss Gottes. Alles andere, was wir sehen, ja, das ist eine grafische Darstellung über den Heilsratschluss Gottes. In der Mitte das Kreuz von Golgatha. Das ist das große Heil. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist die gewaltige Ouvertüre. Am Ende ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und was ist dazwischen? Tja, der Heilsratschluss Gottes. Das Alte Testament vor Golgatha. Das Neue Testament nach Golgatha. Und wir leben jetzt runde 2000 Jahre nach dem Kommen Jesu. Und wir fragen uns, je weiter wir in die Endzeit hineinkommen, was wird nun aus dieser Welt? Was ist der Heilsratschluss Gottes? Denn wir leben dort an der Ecke. Wir sehen dort ein grünes Fragezeichen. Dort an dieser Ecke leben wir. Und das Fragezeichen bedeutet, wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Wir wissen aber, dass er kommt. Und wir sind so nahe am Weltende angekommen, dass wir uns nun fragen müssen, was wird aus dieser Welt? Was werden wir noch erleben? Und ich darf euch bitten, bringt eure Kinder mit, ladet die Jugend ein. Gerade sie müssen es wissen. Denn die leben etwas länger als wir, wenn sie überleben. Gerade unsere Kinder und unsere Jugendlichen müssen vorbereitet sein auf das, was kommt. Nun, zu unserem Generalthema, Apostelgeschichte 20, Vers 27, ihr seht, da steht's. Denn ich habe euch nichts verhalten, dass ich euch verkündigt hätte all den Rat Gottes. Das ist doch schön, die altdeutsche Sprache von Dr. Martin Luther.
Wörtlich heißt es, dass ich euch verkündigt hätte den ganzen Ratschluss Gottes. Jetzt gehen wir in den Propheten Jesaja hinein und schlagen miteinander auf Jesaja 25. Jesaja Kapitel 25. Jesaja Kapitel 25, das ist wieder ganz klassisch übersetzt, da heißt es Vers 1. Jesaja 25, Vers 1, Herr, du bist mein Gott, dich preise ich. Ich lobe deinen Namen, denn du tust Wunder. Hört, was jetzt kommt. Denn deine Ratschlüsse sind von alters her treu und wahrhaftig. Jetzt haben wir so zweimal dieses Wort. Der Ratschluss Gottes oder deine Ratschlüsse. Ja, manche andere Worte, des Herrn Rat ist wunderbar, er führt es wunderbar hinaus. Wir kennen ja auch die Lieder, die vom Ratschluss Gottes sprechen. Lamm Gottes, deinen Wunden verdanke ich Tag und Nacht, dass sie den Rat gefundener Sünder selig macht. Ja, was ist das für ein Rat? Das ist der Heilsratschluss Gottes. Um den geht's also in dieser Woche. Nun, wenn wir miteinander den Heilsratschluss Gottes betrachten wollen, und diese Tafel hier kann uns eine Hilfe sein, keine Ablenkung, sondern eine Hilfe, dann müssen wir natürlich die Frage stellen, wenn wir wissen wollen, was wird aus dieser Welt, wo kommt diese Welt her? Das muss unser heutiges, erstes Abendthema sein. Die Welt, um die geht es, woher sie kommt, wohin sie geht. Wo kommt die Welt her? Das ist das allererste. Schauen wir nun auf den Heilsplan Gottes. Da haben Sie diese gewaltigen Buchstaben A und O, Alpha und Omega. Und dann sehen Sie links unter Alpha und Omega, sehen Sie am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damit fängt unsere Menschheitsgeschichte an. Also die Welt, woher sie kommt, wohin sie geht, im Heilsratschluss Gottes. Nun, bevor wir in die gewaltige Schöpfungsgeschichte hineinkommen, damit wir hören, woher die Welt kommt, wohin sie geht, besonders auch für unsere Jugend, die sich ja mit der sogenannten Evolutionstheorie auseinandersetzen muss, gehen wir zurück in die Zeit vor Grundlegung der Welt. Denn, wenn es heißt, am Anfang, tja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist für uns der Anfang, für uns Menschen, aber niemals für Gott. Denn Gott ist ein ewiger Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das mal in der Bibel so richtig durchgearbeitet habt, wie oft die Bibel von dem ewigen Gott spricht, von dem ewigen Sohn und von dem ewigen Geist. Da haben wir viele Bibelstellen darüber. Der allmächtige Gott ist ein ewiger König, er hat einen ewigen Namen und er regiert ein ewiges Reich. Er hat eine ewige Macht, einen ewigen Vorsatz und macht mit uns Menschen, wenn wir glauben, einen ewigen Bund. Sein Wort ist ein ewiges Wort, seine Liebe ist eine ewige Liebe und seine Güte währet ewiglich. Seine Güte ist eine ewige Güte. Ja, das ist Gott mit all seinen Eigenschaften und mit all dem, was Gott uns schenkt. Der ewige Gott. Was tut dieser ewige Gott? Ewig, also vor. Am Anfang schuf Himmel und Erde davor, ja? Vor Grundlegung der Welt. Dieser ewige Gott hat für uns ein ewiges Evangelium, eine ewige Lösung und ein ewiges Heil. Steht im Alten und im Neuen Testament. Er schenkt uns das ewige Leben. Wir werden wiedergeboren aus dem ewigen Samen des Wortes Gottes. Seine Gerechtigkeit, die er uns schenkt, ist eine ewige Gerechtigkeit. Und den Weg, den er uns führt, ist ein ewiger Weg. Und das Licht, was er uns gibt, ist ein ewiges Licht. Und getröstet werden wir mit einem ewigen Trost. Und die Freude, die in unser Herz kommt, ist eine ewige Freude. Und das Erbteil, das er uns verheißen hat, ist ein ewiges Erbteil. Und die Herrlichkeit, die wir erben sollen, ist eine ewige Herrlichkeit. Nun, ihr seid Bibelleser, ich brauche nicht näher darauf einzugehen. Wir haben es also mit dem ewigen Gott zu tun. Für uns beginnt unser Dasein, unsere Existenz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was war vorher? Vorher war der ewige Gott, der ewige Sohn, der ewige Geist mit seiner ewigen Liebe in der ewigen, unsichtbaren Herrlichkeit.
Und was tat Gott vor Grundlegung der Welt? Nun, das ist ja auch eine sehr neugierige Frage. Dr. Martin Luther sagt in seiner drastischen Art und Weise, der liebe Gott war im Weidengrunde und hat Weidenruten geschnitten, um die fürwitzigen Frage damit zu züchtigen und zu strafen. Punkt. Das ist eine drastische Antwort von Dr. Martin Luther. Was tat Gott vor Grundlegung der Welt? Die Menschen wollen alles bis ins Letzte wissen. Tja, so sollten Sie doch mal die Bibel lesen. Dann würden Sie feststellen, in Epheser 1, Vers 3 und 4 wird uns unter anderem mitgeteilt, was auch viele andere Bibelstellen uns sagen. Was war vor Grundlegung der Welt? Wie war Gott? Wo war Gott vor Grundlegung der Welt? Nun, wir lesen Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen in himmlischen Gütern durch Christum. Jetzt kommt's. Wir uns denn erwählt hat durch denselben, ehe der Welt grundgelegt war. Was war vor Grundlegung der Welt? Da war Gott. Da war der Sohn Gottes, Jesus Christum, der Vater und der Sohn. Und der Vater und der Sohn haben uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Gott hat uns in Christus gesegnet mit allen geistigen himmlischen Segnungen und hat uns durch Christum erwählt vor Grundlegung der Welt. Nach dem Geheimnis seines Willens. Ihr wisst ja, was Epheser 1 geschrieben steht. Das ist also der Anfang vor Grundlegung der Welt. Tja, und wenn dann diese Welt vergangen ist, ihr seht am Ende des Heilsplanes, habt ihr wieder A und O, das Alpha und das Omega. Da steht drunter, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, Offenbarung 21 und 22. Und dann, wie geht's dann weiter? Dann ist wieder Ewigkeit. Es gibt nicht Offenbarung 23 und 24. Dann heißt es wieder von Ewigkeit zu Ewigkeit in die Ewigkeiten der Ewigkeiten hinein. Gott war vor Grundlegung der Welt. Ewigkeiten, Ewigkeiten. Wenn diese Welt vergangen ist und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, wiederum von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wo sind wir? Das ist die bohrende Frage in dieser Woche. Sind wir bei Gott? Sind wir mit ihm in die Ewigkeiten der Ewigkeiten, im neuen Himmel, in der neuen Erde? In der himmlischen Stadt Jerusalem, der Stadt der Perlentore und der goldenen Gassen, oder? Sind wir in der ewigen Gottesferne, in der Verdammnis, im ewigen Feuer? Das ist die große Frage, ihr Lieben. Wir haben also in dieser Woche gewiss eine Lehrwoche. Wir haben die Lehre, das Wort des Gottes, aber es geht hier um die evangelistische, bohrende Frage. So wirst du die Ewigkeit zubringen. Das große Heil, den großen Heilsratschluss Gottes, den er für dich getan hat, hat er für dich überhaupt eine Bedeutung? Das ist die Frage. Tja, hat der Heilsplan Gottes für uns eine Bedeutung? Tja, also da müssen wir ehrlich sagen, für die Tiere hat der Heilsplan Gottes eigentlich keine Bedeutung. Und wer das tosende große Meer, 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, hat der Heilsplan Gottes auch keine Bedeutung. Und für die Millionen von Bäumen, die auf der Erde wachsen? Der Heilsplan Gottes hat doch nur für uns Menschen Bedeutung. Für wen denn sonst? Ich nehme an, dass ihr das schon mal aus der Geschichte gehört habt. Im Jahre 1740 starb der große preußische König, Friedrich Wilhelm I., der Vater von Friedrich dem Großen. Und der war ganz in dem frommen Pietismus erzogen. Erst kam die Reformation, das Vertiefende war Pietismus, und dann kam der Durchbruch zur Erweckung. Und wir sind ja alle aus der Erweckung herausgekommen. Naja, und der fromme König inspizierte die Schulen und fragte die Kinder mancherlei. Die zitterten natürlich alle, wenn unangemeldet plötzlich der Wagen des Königs vorfuhr, nicht? Und der Schulrat und der Herr Oberlehrer, die konnten niemand mehr verständigen. Die Tür ging auf und plötzlich ist Ihre Majestät da. Naja, und die Kinder standen alle auf und sie wissen ja, wie das ist, wenn ein König kommt. Der König sagt, bitte Platz nehmen, hört zu, was die Kinder lernen, was der Lehrer ihnen beibringt und erlaubt sich eine Frage. Aber eine ganz gezielte Frage. Kinder, wohin gehören die Steine da draußen, irgendwo auf den Feldern?
Na, die Kinder sind schließlich unterrichtet. Die sagen nicht, die gehören dahin, wo die Steine sind. Nein, die sagen, Majestät, die Steine gehören in das Mineralreich. Steine sind Mineralien. Gut, sagt der König. Und die Blumen und die wogenden Weizenfelder und die Bäume, wohin gehören die? Majestät, ins Pflanzenreich. Oh, die haben aber einen guten Lehrer. Und die Kühe, dort auf der Weide, und die Pferde, damals gab es ja noch ganz anders Pferde als heute, wo gehören die hin, Kinder? Majestät, die gehören in das Tierreich. Aha. Jetzt ist der König da, wo er sein will. Kinder, eine letzte Frage. Wohin gehören wir Menschen? Die Kinder werden jetzt vielleicht sagen, Majestät, wir Kinder, wir gehören ins Menschenreich. Nein, nein. Ein 10-jähriges Mädchen steht auf und sagt, Majestät, wir Menschen gehören in das Himmelreich. Sehr gut, sagt der König, sehr gut, sehr gut. Genau das wollte er, der fromme König. Er wollte hören, ob den Kindern in der Schule gesagt wird, dass sie ins Himmelreich gehören, dass sie auf diese Erde geboren sind, damit sie auf diese Erde die Gelegenheit haben, in das Himmelreich zu kommen, Buße zu tun, sich zu Christus zu bekehren, den Weg zu beschreiten, der in den Himmel führt, Kinder Gottes zu werden. Ja, der König war zufrieden. Und alles atmete auf, als der König dann wieder abfuhr. Wo gehören wir? Was sagt das Kind? Das sind ja 250 Jahre zurück. Im Jahre 1740 ist dieser fromme König schon gestorben. Wir Menschen gehören in das Himmelreich. Wohin gehören die Kinder? In das Himmelreich. Denn ihre ist das Himmelreich. Wie oft kommt das in der Bergpredigt vor? Gerade im Matthäus-Evangelium. Ihr Lieben, das ist die Zielsetzung des Heilsplanes Gottes. Der Heilsplan Gottes ist für uns die geöffnete Tür, um uns Menschen in das Himmelreich zu holen. Und wer das nicht begriffen hat, wahrscheinlich hat auch nie die Bibel gelesen oder hat nie eine Kirche von innen gesehen. Wer das nicht begriffen hat, dem wäre besser, er wäre nie geboren. Das sagt einmal unser Heiland zu Judas Ischariot. Aber nun sind wir ja geboren, wir sind heute Abend alle hier. Wir hören den Heilsplan Gottes. Wohin gehören wir? Ins Himmelreich. Aber die Sünde trennt uns doch von Gott. Aha. Jetzt merken wir auf einmal, dass Heilsplan Gottes etwas ganz, ganz Besonderes ist. Wir haben eben gehört, aus der Apostelgeschichte, der Heilsratschluss vor Grundlegung der Welt, auch Epheser 1, der Heilswille vor Grundlegung der Welt. Gott will, dass wir rettet werden. Und nun kommt durch die Sünde bedingt die Heilsnotwendigkeit. Darüber werden wir morgen und die nächsten Tage noch hören. Dann kommt die Heilsverheißung auf den Herrn Jesus Christus hin. Dann beginnt die Heilsgeschichte mit dem Volke Israel. Und dann kommt er, der das Heil ist. Es ist in keinem anderen Heil als nur in dem Namen Jesu allein. Jesus Christus, unser Heiland, der am Kreuze stirbt. Die Heilsgrundlage, das Heilsfundament, die Heilstatsache, unser Heiland Jesus Christus stirbt am Kreuz. Nun, wir beginnen also bei der Schöpfung. Und Gott will, dass wir ins Himmelreich kommen. Und nun schlagen wir miteinander noch einmal den Epheserbrief auf und lesen im Epheserbrief noch einmal diesen einen Satz in Vers 4. Epheser 1, Vers 4. Wie er uns denn erwählt hat durch denselben, ehe der Weltgrund gelegt ward. Also hat Gott uns erwählt vor Grundlegung der Welt für das Himmelreich. So würden wir jetzt mit dem frommen König von 1740 antworten. Wir wollen aber noch eine Bibelstelle dazu nehmen und lesen im 1. Petrusbrief in Kapitel 1 in Vers 20. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18. Wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blute Christi. Jetzt müssen wir hören. Aus eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Weltgrund gelegt war. Der Heilsratschluss Gottes beginnt vor Grundlegung der Welt. Der Heilsratschluss Gottes beginnt mit seinem Sohn Jesus Christus, der Lamm Gottes ist vor Grundlegung der Welt. Und warum ist der Jesus vor Grundlegung der Welt Lamm Gottes? Warum hat uns Gott, Epheser 1, Vers 4, vor Grundlegung der Welt erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe sind?
weil Gott vor Grundlegung der Welt wusste, dass der Mensch, wenn er ihn schaffen würde, als Menschen in Sünde fallen würde. Das ist das Geheimnis. Und warum hat Gott den Menschen so geschaffen, dass er in Sünde fallen kann? Weil Gott im Menschen und nur im Menschen sein Bild geschaffen hat. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und als Frau. Und worin besteht das Bild Gottes? Dass der Mensch die Geistigkeit seines Verstandes hat, die Seligkeit seines Gefühls und die Freiheit seines Willens. Das hat keine Kreatur. Die Tiere werden von Instinkten geleitet, die Sterne werden von eisernen Gesetzen geleitet und der Mensch hat einen freien Willen. 10-mal heißt es im Schöpfungsbericht, Gott schuf ein jegliches nach seiner Art. 1. Mose Kapitel 1. Aber vom Menschen heißt es nicht nach seiner Art. Vom Menschen heißt es, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Und zum Bilde Gottes gehört es, dass der Mensch Ja sagen kann zu Gott oder dass er Nein sagt. Wenn er Nein sagt, sündigt er. Wenn er Ja sagt, bleibt er bei Gott oder er kommt zu Gott zurück. Nun, wir wissen, dass Adam gesündigt hat. Adam hat sich verführen lassen durch die Schlange, durch die Eva. Er ist nicht bei Gott geblieben. Und da wir alle Adams Kinder sind, und das sieht man daran, dass wir alle sterben müssen, wir stammen alle von Adam ab, sind wir alle auf der falschen Seite. Fern von Gott und seiner Gnade. Ohne Gott und ohne Christus in der Welt. Epheser 2, Vers 12. Und was tun wir jetzt mit unserem freien Willen? Wir sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wir sagen, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Was sagen wir? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Lukas 15. Ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Psalm 32. Der Heiland weint über die Bürger zu Jerusalem. Ihr habt nicht gewollt. Wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammeln. Ihr habt nicht gewollt. Das ist der freie Wille des Menschen. Und darin liegt das Gottesbild, dass der Mensch sich frei entscheiden kann für Gott oder gegen Gott. Warum? Weil Gott keine Marionetten und keine Schachfiguren haben will. Sondern Gott will im Menschen ein Du haben, ein Gegenüber, das innerlich genauso ist wie Gott selbst. Mit der Freiheit seines Willens. Nun hätte Gott ja den Menschen schaffen können ohne diesen freien Willen. Dann wäre der Mensch nie in Sünde gefallen. Und was wäre der Mensch dann gewesen? Ja, dann wäre er fast nur wie die Tiere gewesen, die nur von Instinkten und Gesetzen geleitet werden. Jetzt hat aber Gott den Menschen geschaffen mit dem freien Willen. Und Gott wusste vor Grundlegung der Welt, wenn der Mensch mit dem freien Willen geschaffen wird, wird er in Sünde fallen. Und da tritt der Sohn Gottes in den Mittelpunkt. Christus erklärt sich bereit vor Grundlegung der Welt, das Lamm Gottes zu sein, das einst am Kreuz auf Golgatha für die Sünden aller Sünder sterben will. Und jeder, der an Christus glaubt, wird dieses Heiles teilhaftig und wird für alle Ewigkeit errettet. Wir haben im Johannesevangelium die tiefsten Bibelstellen, Johannes- und Römerbrief. Das ist im Neuen Testament so. Im Alten Testament ist Jesaja und die Psalmen. Wir haben ganz bestimmte Bücher, die uns eine ungeheure Tiefe der göttlichen Herrlichkeit führen. Und eines der tiefgründigsten Stellen haben wir im hohepriesterlichen Gebet. Wir haben große Gottesmänner gehabt, die haben nie über Jesaja 53 gepredigt, das Lamm Gottes. Und Johannes 17, der Hohepriester betet vor dem Vater. So heilig war ihnen diese beiden Aussagen der Bibel, Jesaja 53, Johannes 17. Und was betet unser Heiland in Johannes 17? Da hob Jesus seine Augen auf den Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, dass du deinen Sohn verklärest, auf dass dein Sohn dich auch verkläre. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, du die mir gegeben hast vor Grundlegung der Welt. Und als Jesus diese Worte geredet hatte, ging er hinaus über in den Bach Kidron, in einen Garten, der hieß Gethsemane. Das waren die letzte Worte unseres Heilandes, das Gebet zum himmlischen Vater. Und was betet der Sohn? Johannes 17, Vers 1, Vater,
Die Stunde ist da, dass du deinen Sohn verherrlichst, verklärst. Was ist das für eine Stunde? Nun, wir sagen, das ist die Stunde, wo er gefangen genommen wird, wo er vor Pilatus verurteilt wird, wo er das Kreuz geschlagen wird. Brüder und Schwestern, das ist mehr. Das ist die Stunde, die vor Grundlegung der Welt war, wo Vater und Sohn und Heiliger Geist übereinkamen, den Menschen zu schaffen zum Bilde Gottes, in dem Wissen, wenn der Mensch abfallen würde, dann müsste der Mensch erlöst werden, und der Jesus Christus war vor Grundlegung der Welt bereit, das Lamm Gottes zu werden, für unsere Sünden zu sterben. Das ist in einer Stunde vor Grundlegung der Welt beschlossen worden. Psalm 2 sagt, von Ratschluss will ich reden. Psalm 2. Das ist der Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt. Darf ich Sie mal vorlesen? Das ist ein Wort, das leider bei uns wenig gepredigt oder oft übersehen wird, auch wenn man so privat die Bibel liest. Der zweite Psalm ist ja ein gewaltiges Psalmwort. Er ist ja gleich am Anfang und in der Apostelgeschichte wird er dem König David zugeschrieben. Das ist ja ein bekanntes Wort, Psalm 1, wenn ich wandle im Rat der Gottlosen. Und Psalm 2, da haben wir in Vers 7, ich will von der Weise predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wörtlich heißt es, wo es heißt, ich will von der Weise predigen, der hat zu mir gesagt, von Ratschluss will ich zeugen, dass der Herr zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Was ist das für ein Ratschluss? Das ist der Heilsratschluss vor Grundlegung der Welt. Epheser 1, Vers 4, 1. Petrus 1, Vers 20, Johannes 17, Vers 1, Vater, jetzt ist die Stunde da, wo der Ratschluss Gottes in Erfüllung geht. Der Ratschluss, den wir beschlossen haben vor Grundlegung der Welt. Jetzt bin ich das Lamm Gottes, das nach Gethsemane geht, zum Kaiphaspalast, nach Pilatus und das an das Kreuz von Golgatha geschlagen wird. Das ist natürlich mehr als eine Stunde von 60 Minuten. Wir wissen, das dauert ungefähr 24 Stunden. Es ist die ganze Nacht und es ist der darauffolgende Tag. Vater, jetzt ist die Stunde da, dass du deinen Sohn verherrlichst. Und gerade wenn wir dieses Thema besprechen oder über dieses Thema nachdenken, die Welt, woher sie kommt, wo kommt sie her? Na, aus dem Vaterherzen Gottes, aus dem Heilswillen Gottes. Das ist eines der schönsten Weihnachtsworte, die wir in der Bibel haben, die aber sehr wenig in unseren Gemeinden gepredigt werden. Ich habe sie bisher noch nie gehört, aber wir hören sie sehr oft, wenn wir in Bethlehem sind. Tja, da kann es mit dem Hochsommer sein, da kann es am Ostersonntagnachmittag sein. Ja, das ist alles schon vorgekommen. Dann haben wir am Ostersonntagvormittag am Auferstehungsgrab gesungen, der Herr ist auferstanden. Und am Ostersonntagnachmittag, da waren wir in Bethlehem, da läuteten die Weihnachtsglocken. Und da steht in Johannes, in Hebräer Kapitel 10, Vers 5, darum, da er, Christus, in die Welt kommt. Ja, das ist Weihnachten, er kommt in die Welt. Er wird Menschensohn durch den Leib der Jungfrau Maria. Er kommt in die Welt. Unser Heiland Jesus Christus, das ist die heilige Nacht. Wir sagen altgermanisch, das ist Weihnachten. Was geschieht dann, als der Sohn Gottes in die Welt kommt? Da spricht er zum Vater. Was sagt er denn zum Vater? Ob von Gaben hast du nicht gewollt, den Leib hast du mir bereitet. Den Leib durch den Leib der Jungfrau Maria. Christus nimmt einen menschlichen Leib an, damit er in seinem Leibe die Sünden büßen und den Tod überwinden kann. Ja, den Leib hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue, Gott, deinen Willen. Der Sohn Gottes kommt in die Welt. Warum? Dass er den Willen Gottes tut. Welchen Willen? Den Heilswillen Gottes, der beschlossen ist vor Grundlegung der Welt. Darum kommt er in die Welt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. 1. Timotheus, Kapitel 2. Das ist die Speise, dass ich den Willen des tue, der mich gesandt hat. Johannes 4. Oh, ihr Lieben, wir kennen doch diese Stellen, dass der Jesus gekommen ist, den Willen des Vaters zu tun. Und was will der Vater? Der will uns Menschen erretten. Er will, dass nicht
einer verloren gehe. Und wenn die Menschen verloren gehen, sind sie selber schuld. Dann ist die Hölle noch zu schade für sie. Weil Gott alles getan hat vor Grundlegung der Welt, so früh, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Das ist das Gewaltige, ihr Lieben. Das ist das Heil, das vor Grundlegung der Welt für uns beschlossen ist. Nun, wenn Gott dieses große Heil beschlossen hat für uns, dann führt er dieses gewaltige Heil natürlich für uns Menschen auf diese Erde durch. Und wenn wir miteinander in 1. Mose Kapitel 1 und in 1. Mose Kapitel 2 lesen, dann vernehmen wir, die Welt, woher sie kommt, dass Gott die Welt in einer ganz wunderbaren Weise geschaffen hat für uns Menschen. Ich weiß nicht, ob es euch je aufgefallen ist, ihr Lieben, dass Gott alles für den Menschen getan hat, dass Gott auf diese Erde den Menschen ein Paradies geschaffen hat. Und ganz zum Schluss, wo fast alles fertig ist, dann erst kommt der Mensch als letztes Geschöpf am sechsten Schöpfungstag. Wir kennen ja die Schöpfungstage. Als erstes kommt das Licht. Nun, ohne Licht kein menschliches Leben möglich. Als zweites kommt die Luft. Na ihr Lieben, ohne Luft können wir nicht leben. Als drittes kommt Land und Wasser. Na ihr Lieben, der Mensch besteht aus 69% Wasser. Wir müssen Wasser trinken. Ohne Wasser können wir nicht existieren. Erde. Na, wir sind ja selbst aus Erde genommen. Und aus der Erde wächst ja alles, was wir zum Leben brauchen. Die rote, vulkanische Ackererde heißt auf Hebräisch Adama. Tja, und aus Adama ist Adam geworden. Da ist auch das Wort Edom drin verborgen. Diese rötliche, vulkanische, rote Ackererde, Adama. Im Hebräischen sagt man wie im Altdeutschen Erdäpfel, Tapuche, Adama, Äpfel der Erde, Kartoffeln. Äpfel der Erde, Adama, ja, genau wie unser Adam, ja. Adam ist der von der Erde genommene. Hier also muss Gott erstmal die Erde entstehen lassen, den Ackerboden und das Wasser. Und dann die Pflanzen, die Bäume, die Früchte, damit der Mensch zu essen hat. Damit die Erde ihr grünes Kleid hat, damit wir singen können, geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Ist ja gewaltig. Und dann? Tja, dann Sonne, Mond und Sterne. Ohne die Gestirne geht's ja nicht. Sonne, Mond und Sterne, ihr Lieben, wenn die Sonne nicht mehr scheinen würde, dann wäre kein Leben mehr möglich. Und dann? Na, dann kommen die Wassertiere, Fische. Dann kommen die Lufttiere, Vögel. Dann kommen die Landtiere, die wilden Tiere, das Gewürm, die Haustiere, den Menschen zu nutzen, wenn wir nur an das treue Pferd denken. Was ist der Mensch ohne diese Tiere? Wenn wir an die Kühe denken, eine schwarzgefleckte Kuh frisst grünes Gras und gibt weiße Milch. Was für ein Wunder der Schöpfung Gottes. Wir denken gar nicht darüber nach, aber es ist so. Wie Gott das wunderbar geschaffen hat. An sechs Schöpfungstagen lässt Gott Himmel und Erde entstehen. Die Erde und alles, was darauf ist, das entsteht alles für wen? Na, für den Menschen. Denn als allerletztes, am sechsten Schöpfungstage, kommt der Mensch. 1. Mose 1, Vers 26. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Wir haben dreimal dieses Wörtlein Gott schuf. In Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In Vers 21, und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregt. Und so weiter. Und dann Vers 27, und Gott schuf den Menschen. Dreimal haben wir das Wörtlein schuf. Im Schöpfungsbericht. Und warum? Weil Gott in einer ganz wunderbaren Weise die Heimat, das Paradies für den Menschen geschaffen hat. Wir sagen so, als erstes das kosmische Leben. Die Luft, das Licht
umgekehrt. Das Licht, die Luft, Land, Wasser, die Gestirne, die Bäume, die Blumen, das Gras, alles, was der Mensch braucht. Dazu sagt man kosmisches Leben. Dann die Tiere. Die Tiere sind organisches Leben. Sie haben Blutkreislauf. Sie haben Gefühl. Sie schreien. Wir sind als Kinder mal weggelaufen, wenn dann Krieg Schweine geschlachtet wurden. Wie schrecklich können diese Viecher schreien. Sie haben Schmerzempfinden. Sie können sich verteidigen. Sie sind anhänglich, sie sind klug, sie sind treu. Ja, das sind die Tiere, besonders die Säugetiere. Also, die Lufttiere, die Vögel, die Wassertiere, die Fische und die Landtiere, na, das sind die Tiere auf dem Lande. Und immer heißt es, ein jegliches nach seiner Art. Das ist das organische Leben. Blutkreislauf, Zeugung, sie werden auch Junge geboren, Fortpflanzungsmöglichkeiten, Schmerzempfinden. Wir sehen also, das ist nicht Gras oder das sind keine Bäume oder Licht oder Luft oder Erde. Nein, das sind Tiere. Das ist irgendetwas Beliebtes. Das ist organisch. Die Tiere haben irgendwie Herz oder Kreislauf oder Verdauung. Sie fressen. Sogar der Wurm, der windet sich, wenn man ihn tritt. Der hat auch irgendein Empfinden, dieser Wurm. Die scheußliche Schlange. Wir wissen ja, was die Tiere alles für organisches Leben an sich haben. Die bluten, die verbluten, die schreien, die wehren sich. Dazu sagt man organisches Leben. Und wann kommt das? Die Fische, die Vögel und die Tiere nach dem zweiten und Gott schuf. Hier müssen wir genau lesen. Das erste Mal heißt es Vers 1 und Gott schuf das Licht, die Luft, die Erde, das Wasser, die Fruchtbäume, das grüne Gras und Sonne, Mond und Sterne. Schluss. Dann kommt wieder und Gott schuf die Wassertiere, die Lufttiere, die Landtiere. Punkt. Jetzt heißt es das dritte Mal und Gott schuf wen? Na, den Menschen. Dreimal hintereinander steht und Gott schuf. Man sagt theologisch, das sind drei in sich abgeschlossene Schöpfungskreise. Und jetzt müssen wir sagen, wo ist die aus Wasser ein Tier geworden? Wo ist sie aus Erde? Hat sie ein Mensch entwickelt? Nicht, wie uns die Evolutionstheorie weismachen will. Baum bleibt Baum, das wissen wir. Und Blume bleibt Blume, das wissen wir. Und Fisch bleibt Fisch. Und Löwe bleibt Löwe. Sicher, kann vielleicht ein Löwe mit einem Tiger gekreuzt werden. Das geht ein oder zweimal, dann geht's nicht mehr. Geht auch zwischen Pferd und Esel, aber dann ist Schluss. Dann sterben die Tiere aus, die etwas nah miteinander verwandt sind. Jedes Tier ist nach seiner Art geschaffen. Ja, die sind zum Dienst der Menschen da. Aber die Tiere reagieren ganz anders. Wenn ich zum Beispiel sage, im ersten Schöpfungskreis, wo eben das alles ist, Sonne, Mond und Sterne und Licht und Luft und Land und Wasser. Tja, ich kann den Wassereimer ausgießen, ich kann das Wasser kochen, ich kann die Erde umgraben, ich kann den Baum abhacken. Da passiert nichts, das ist kosmisches Leben. Wenn ich aber einem Tier etwas zu Leide tue, ich trete der Katze auf den Schwanz, na, die kann aber vielleicht fauchen und kratzen und schreien. Da sieht man, das ist doch ein Unterschied zwischen dem, was kosmisches Leben ist und dem, was das Leben der Tiere ist. Und dann der Mensch. Tja, Lieben, wenn wir den Menschen betrachten im Vergleich zu den Tieren. Es gibt ja Leute, und die lehren leider unsere Kinder in den Schulen, die behaupten, dass der Mensch aus einer Tierreihe hervorgegangen wäre. Dass der Mensch vom Affen abstammen würde. Das ist natürlich jetzt ein bisschen plump ausgedrückt. Das hat man anfangs sehr lauthals gesagt, vor 100 Jahren, nicht? Da lebte ein Charles Darwin da irgendwo in England, der kam auf diese Idee. Das ist die sogenannte Evolutionstheorie. Ist natürlich eine Theorie, ist klar. Es wird gesagt, es könnte so sein. Und dann wird gesagt, es ist. Nein, es ist nicht so. Warum nicht? Aus einer Katze ist noch nie ein Mensch geworden. Und aus einem Wildschwein ist auch noch nie ein Mensch geworden. Und aus einem Elefanten ist auch noch nie ein Mensch geworden. Ja, wird gesagt, aus den Primaten, das sind die Menschenaffen. Der Orang-Utan oder der Schimpanse oder was ist da für Affen geben mag, da wäre der Mensch draus geworden. Man sucht immer noch nach dem Missing Link. Das ist also das fehlende Glied. Wann ist aus dem Affen der Mensch geworden? Das hat man noch nicht gefunden. Man hat ein Stückchen Knochen gefunden vom Schädel oder vom Kiefer.
Und alles andere hat man dazu fantasiert. Aha, so hätten mal unsere Vorfahren aussehen können. Nein. Die Bibel sagt, dass Gott die Tiere für sich schuf und dass Gott den Menschen für sich schuf. Die Tiere, ein jegliches nach seiner Art, den Menschen zum Bilde Gottes. Tja, und unsere Kinder hören das in den Schulen. Ich hatte mal ein Erlebnis, da war ein junger Mann, der kam in den christlichen Verein junger Männer und der hörte in der Schule immer, dass sie vom Affen abstammen würden. Es war in der großen Stadt Berlin, in West-Berlin. Naja, und der Junge hatte sehr gut im Christenunterricht aufgepasst. War noch gar nicht so alt, so 12, 13 Jahre. Und irgendwie, wenn man das in jeder Biologiestunde hört, das kann ihm langsam auf die Nerven gehen. Immer wieder dieselbe Leier, wir stammen doch irgendwie vom Affen ab. Dann ist der Junge eines Tages aufgestanden und sagt, Herr Lehrer, ich bitte Sie, verschonen Sie uns mit Ihren Familiengeschichten von Ihren Vorfahren. Ich stamme nicht vom Affen, aber ich bin von Gott geschaffen und hat sich wieder hingesetzt. Der Lehrer hat ein knallrotes Gesicht und die Kinder hatten ihre Ruhe. Ein anderes Erlebnis hatte ich ebenfalls in Berlin. Wir waren in dem berüchtigten Stadtteil Wedding. Das war so berüchtigt, dass in der Hitlerzeit keine Hitlerleute dahin gingen. Wedding und Kreuzberg, das waren also ganz eigenartige Viertel mit ganz seltsamen Menschen. Was weiß ich da, was da für Kriminalität war und so weiter. Naja, wir hatten jedenfalls dort einen lebendigen Jugendkreis. Manchmal waren es 50, manchmal 25. Es waren zum Teil sehr gläubige Jugend, zum Teil Studenten, ja, Oberschüler, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren, die keine gläubigen Eltern hatten. Und das war ihre einzige Tankstelle, wenn sie immer am Freitag dort in die Jugendstunde kamen, ja. Sie gingen auch am Sonntag dann in irgendeine Kirche, aber das war so ihre Heimat. Sie waren da gläubig geworden. Das war die sogenannte Jugend für Christus-Bewegung, die sehr viel unter Studenten und Oberschülern gearbeitet hat. Naja, und eines Tages an einem Freitagabend 1963, 64, da sitzen wir da und dann kommen wir plötzlich auf das Thema Schöpfung. Es kommt vom 1. Korintherbrief, 1. Korinther 8, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Da wird die Einheit Gottes so wunderbar beschrieben. Und so ein Student hat so krause, blonde Haare. Ein feiner Kerl, der macht da so die Bibelarbeit. Und jetzt plötzlich, wie das so ist, es werden Beiträge gegeben und man muss das alles so ein bisschen zusammenhalten. Auf einmal sind sie auf dem Thema Schöpfung. Ja, jetzt kommt's ganz lauthals. Das ist doch längst wissenschaftlich erwiesen, dass das nicht stimmt, was das in der Bibel steht. Gott hat uns doch nicht geschaffen, sondern wir haben uns doch entwickelt. Gewiss hat Gott auch seinen Segen dazu gegeben, dass wir uns entwickelt haben. Aber wir sind doch nicht so von Gott geschaffen, wie es in der Bibel steht, aus einem Erdenkloß und so weiter und so fort. Naja, dieser blondgelockte Jüngling da, der ließ sich gar nicht klein kriegen. Der war der Meinung, Gott hat uns geschaffen. Und auf der anderen Seite, die andere Fraktion war so eine Pädagogiestudentin mit so großen braunen Kulleraugen, die war auch nicht auf den Mund gefallen. Und das waren so die beiden Wortführer. Und dann hatten sie plötzlich zwei Gruppen gebildet. Ja? Obwohl sie alle ziemlich so in einer Bildungsschicht waren. Ja? Die hatten beide das Gleiche in der Schule gehört. Die eine hatten sich angenommen, interessiert uns nicht, was die Lehrer sagen, wir sind von Gott geschaffen. Und die anderen hatten es angenommen. Obwohl das auch gläubige Kinder waren. Ich konnte denen das nicht abstreiten. Sie waren nur ein bisschen verdreht und vergiftet. Nein, jedenfalls, das ging eine Stunde. Ich weiß nicht, wie lange das hin und her ging. Halbe Stunde, noch länger, ich weiß es nicht. Immer wieder so und so und so und so. Naja, und die Zeit drängt, nicht? Es wird 9, es wird 9:30. Ich sage, Leute, wir müssen zum Schluss kommen. Lasst uns doch mal die Bibel aufschlagen und lasst uns doch mal Schöpfungsberichte lesen, die nicht in 1. Mose stehen. Wir meinen ja immer nur 1. Mose 1 und 2, da steht Schöpfungsbericht. Wir haben ja noch viele andere Schöpfungsberichte. Psalm 33, er sprach und er stand da und er gebeut und es war da. Hebräer 11, Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen. Hebräer 1, Christus schuf diese Welt. Johannes 1, alles ist durch ihn geworden. Kolosser 1, alles hat Christus gemacht. Wir haben ja viele Stellen über die Schöpfung. Naja, wir haben so einige Stellen miteinander beleuchtet. Das hatte jeder eine Bibel mit, ja. Und da kommen wir plötzlich nach Johannes 3. Ich sage, wir wollen mal den Schöpfungsbericht über uns Menschen aus
Johannes, Verzeihung, aus Lukas Kapitel 3 lesen. Wir fangen an zu lesen, Lukas 3, Vers 23. Jesus war, als er anfing, ungefähr 30 Jahre alt. Der wurde gehalten wie einen Sohn Josefs. Ne? Er war nicht der Sohn Josefs, er wurde gehalten. Nicht? Der Josef war ja nur sein Pflegevater. Und dann habe ich mir das so ganz umständlich gemacht. Sie hatten ja alle so ihre Bibel mit. Und wir fingen dann so ganz umständlich an zu lesen, dass wir also in Lukas Kapitel 3, das dritte Kapitel, so ganz langsam durchgelesen haben. Dieses ganz lange Geschlechtsregister über den Herrn Jesu. Wir kommen zu Lukas 3, Vers 31. Der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids, der war ein Sohn Jesses, der war ein Sohn Oberts, Boas, Salmas, Nahesson, Aminadab, Ram, Hezron, Perez, Juda, Jakob, Isaak, Abraham. Ja, das kennen ja die Kinder. Sie gehen alle mit. Sie lesen alle mit. Tara, Nahor, Serug, Regu, Pelek, Eber, Sela, Kenan, Arphaxad, Sem, Noah. Ach, jetzt sind wir bei Noah. Der war ein Sohn Lamech, der war ein Sohn Methuselahs, der war ein Sohn Henochs, der war ein Sohn Jareds, der war ein Sohn Mahalaleels, der war ein Sohn Kenans, der war ein Sohn des Enos, der war ein Sohn Setz, und jetzt lese ich bewusst falsch, der war ein Sohn Adams, und der stammte vom Affen ab. Ein Entsetzen! Unsere temperamentvolle Pädagogiestudentin mit ihrem großen braunen Augen, nein, sagt sie, das steht hier gar nicht. Ja, wieso, das habt ihr doch eben behauptet. Ihr habt doch gesagt, wir stammen vom Affen ab. Wenn das so ist, dann müssen wir hier lesen, der war ein Sohn des Enos, der war ein Sohn des Seth, der war ein Sohn Adams. Und Adam, wenn wir alle von Adam kommen, wir stammen vom Affen ab, stammt Adam auch vom Affen ab. Nein, da steht hier nicht, hier steht, der war Gottes. Wörtlich, der war ein Sohn Gottes. Wörtlich, das ist immer der Sinn. Der war ein Sohn Gottes. Tja, und jetzt auf einmal eine Stille. Ich sage bewusst nichts. Ich kenne ja meine lieben Leutchen da. Und auf einmal klappt einer nach dem anderen seine Bibel zu. Unser blond gelockter Jüngling sagt, wir wollen beten. Und damals wurden auch Knien gebetet. Ja? Wir gehen alle zusammen auf die Knie. Überlegen Sie mal, was das Wort Gottes für eine Kraft hat. Und als erstes fängt die Gruppe an zu beten, die in der Schule verführt und vergiftet wurde in dem einen Punkt, dass wir Menschen wohl vom Affen abstammen würden. Und besonders diese Wortführerin, die da Pädagogie studiert, die Lehrerin werden wollte, die fängt an zu beten, ganz laut und deutlich, O himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mir heute Abend gezeigt hast, dass ich nicht vom Affen abstamme, sondern dass du, oh Gott, mich geschaffen hast. Und dann hat sie weitergebetet. Das habe ich alles vergessen. Aber sowas werde ich nie vergessen. Nie. Ich sehe den Raum noch vor mir, die Jugend, die so im Kreise sitzen, dann im Kreise beten. Dann haben die anderen auch natürlich gebetet. Und dann, ja, dann war die Luft klar. Wir haben überhaupt nicht mehr über das Thema sprechen müssen. Ich habe ein ganzes Jahr diese Arbeit getan. Das war eine sehr schöne Arbeit. Wir hatten in jedem Stadt also eine Jugendstunde, so fünfmal in der Woche. Und sonntags hatten wir dann so eine große Versammlung, meistens alle vier Wochen. Dann kamen so 700, 600, 700, 800 junge Leute zusammen. Naja, aber auf einmal war alles klar. Oh Gott, ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, dass ich nicht vom Affen abstamme, sondern dass du mich geschaffen hast. Wie hat Gott das gezeigt? Na, in dem Geschlechtsregister des Herrn Jesu. Der Jesus ist doch Mensch. Er ist doch so ein Mensch wie wir, doch ohne Sünde, wissen wir. Aber in den Evangelien steht 84 Mal des Menschen Sohn. Er steht 87 Mal im Neuen Testament. Steht auch im Alten Testament. Aber 84 Mal in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, der Jesus ist auch ein Mensch geworden. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Weil nun die Kinder Fleisch und Blut an sich haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden. Hebräer 2, Vers 14. Christus wird Mensch wie wir, an Gebärden als ein Mensch erfunden, sagt Philipper 2. Er niedrigt sich bis zum Tod am Kreuz. Christus ist vollkommener Mensch. Tja, und wo geht dann das Geschlechtsregister Jesu Christi hin? Zu Adam. Und wo kommt Adam her? Der war Gottes. Gott hat den Adam geschaffen. Nun stellen Sie sich mal vor, ihr Lieben,
wenn wir jetzt diesen schrecklichen Gedanken weiter verfolgen würden, wir würden irgendwie aus einer Tierreihe kommen oder vom Affen abstammen, dann wäre das Entsetzliche, und das will der Teufel. Das wollen wir nicht, aber der Teufel will so etwas. Dann wäre das Entsetzliche, dass der Jesus Christus auch aus einer Tierreihe abstammen würde. Nicht? Wenn der Mensch sich entwickelt hat, vom Affen zum Menschen, dann würde ja unser Herr auch aus dieser Affenlinie kommen. Ja, und das will der Teufel. Er will das Heilige mit Schmutz bewerfen. Dann ist es entwertet, dann lacht man darüber und tut zur Seite. Und denkt ja nicht, das ist etwas Neues. Dass Christus in seiner Herrlichkeit mit dem Schmutz von Philosophie und moderner Theologie und sogenannte Wissenschaft beworfen wird. In der nordafrikanischen Stadt Karthago, die wurde später ein Zentrum für das christliche Abendland, Karthago in Nordafrika, dort gab es ein Riesengemälde. Dort haben irgendwelche heidnischen Lästerer einen Menschen in einem weißen Gewand gemalt. Der Mensch hat ein Buch unter dem Arm, mit einem Kreuz drauf, da steht drauf die Bibel. Und der Mensch ist in Wirklichkeit ein Esel. Man sieht unten die Eselsfüße, die Eselshufe vorne, wo die Bibel hält, und oben einen riesigen Eselskopf mit einer Brille drauf. Und unten drunter steht der Eselsgott der Christen. Siehst du? Das war im 1. und 2. Jahrhundert, als das Evangelium langsam unter die Völkerwelt kam. In Rom war es ähnlich, um 150 nach Christus. Dort gab es den Paladin. Das war die Akademie, wo die Kinder des Kaisers erzogen wurden. Und dort war auch so ein Schüler, der hieß Alexamenos. Der wird wahrscheinlich zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sein. Und da haben ihn seine Kameraden verspottet auf dieser Schule, auf dieser Universität. Und da haben sie in die Wand geritzt, ein sogenanntes Graffito. Da sieht man, wie ein Mensch auf den Knien liegt, die Hände faltet, und betet zu dem Gekreuzigten hin. Da sieht man einen Mensch, so dargestellt, am Kreuz hängen. Und dieser Mensch hat einen Eselskopf. Und unten drunter steht auf Griechisch, Alexamenos betet seinen Gott an. So hat man diesen gläubigen Alexamenos verspottet. Das ist ja ein Eselsgott, was die Christen da anbeten. Ein Gott, der sie an das Kreuz schlagen lässt. Na, ihr Lieben, ich muss hier abbrechen. Da gibt's ja ganz furchtbare Dinge, wie unser Heiland Jesus Christus verspottet wird. Ihr Lieben, das ist die größte wissenschaftliche Lästerung, wenn behauptet wird, wir hätten uns entwickelt. Wir wären aus einer Tierreihe hervorgegangen. Naja, dann ist ja der Sohn Gottes auch aus einer Tierreihe hervorgegangen. Ihr Lieben, diesen Gedanken dürfen wir gar nicht zu Ende denken. Sowas darf überhaupt nicht in unser Herz hineinkommen. Da müssen wir auch vielleicht mal einem unserer Lehrer sagen, lassen Sie mich mit Ihren Familiengeschichten zufrieden. Wenn Sie vom Affen abstammen, ich nicht. Ich bin von Gott geschaffen. Ihr Lieben, das muss uns ganz klar sein. Und die Wissenschaft widerspricht Sie ganz schön, wissen Sie. Wenn man so die Zeit hätte und könnte sich damit befassen, auch mit der einschlägigen Literatur, da gibt es manchmal etwas, dann stehen einem Straßendeutsch gesprochen die Haare zu Berge. Es gibt einen gläubigen Professor, der ist in Amerika, die machen dort Ausgrabungen. Und da finden sie aus der sogenannten Kreidezeit riesige Fußspuren von den Sauriern, die wahrscheinlich in irgendeiner Form mal gelebt haben. Und da sehen sie die Fußspuren von einem Menschen daneben. Ja? Und die Füße von dem Menschen sind weit auseinander, als ob er als Jäger mit dem Spieß in der Hand hinter so einem Riesentier herläuft und deswegen hat er so weit die Fußspuren auseinander. Und das ist in die Kreide gedrückt und ist dann erstarrt. Dazu sagt die Wissenschaft, das ist die Kreidezeit. Und wann war die Kreidezeit? Die Wissenschaft sagt, 70 Millionen vor unserer Zeit. Und der Mensch, ja, der Mensch, der ist bedeutend jünger, der hat vielleicht 1 Million Jahre gelebt. So. Jetzt sieht man aber die Fußspuren. Auf der einen Seite Kreidezeit 70 Millionen, auf der anderen Seite der Mensch 1 Million. Da fehlen 69 Millionen dazwischen. Ja, ihr Lieben, das ist doch alles Fantasterei. Das ist doch alles Lüge. Das sind doch Hypothesen. Das ist doch Verführung. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Wenn wirklich die Saurier gelebt hätten, was noch ziemlich umstritten ist, ja, ihr Lieben,
wenn wir so die Bibel durchlesen, das ist einige Jahrtausende, wir finden ja Anklänge bei den Erzählungen und Legenden, so Siegfried kämpft mit dem Drachen, nicht? Jung Siegfried war ein stolzer Knab, ging von des Vaters Burg herab. Ihr kennt diese Siegfried-Geschichte, der gegen den Drachen gekämpft hat. Na, da könnte man sagen, das gibt's in allen Völkern, dass vielleicht irgendwelche besonderen Tiere mal gelebt haben. Sind die durch die Sintflut untergegangen? Sind durch den Sündenfall so degeneriert? Das wissen wir nicht. Sie sind vielleicht da gewesen. Genau wissen wir es auch nicht. Aber da sieht man doch, dass jetzt die Vorspuren zur Zeit des Menschen da waren und dass der Mensch Herr seiner Schöpfung war und dass der Mensch diese Tiere gejagt hat, wenn sie wirklich existiert hätten. Es gibt da sehr gläubige Wissenschaftler, die weisen auf das Buch Hiob hin, wo da der Levitian und diese ungeheuren Tiere beschrieben werden, wo manche meinen, das können diese Riesenechsen gewesen sein. Tja, und? Ja, die waren zur Zeit, dass der Mensch auf Erden war. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann das Licht und dann die Luft und dann Land und Wasser und dann Pflanzen, Sonne, Mond und Sterne und dann die Fische und dann die Vögel und dann die Landtiere und dann den Menschen. Und wie lange hat das gedauert? 6 Tage. Tja, ihr Lieben, da sind wir schon wieder bei einer fast lästerlichen Annahme. Wir machen ja die Bibel zur Markt nach Luther. Das ist ein Wort von Dr. Martin Luther. Wir machen die Bibel zur Markt der Hure Vernunft. Ihr wisst, was das ist, Vernunft. Hier geht es um den Menschen, der losgelöst von Gott meint, er kann alles mit seinem Verstand beurteilen. Ich denke, darum bin ich, ja? So fing die Französische Revolution an, vor über 200 Jahren. Ich denke, darum bin ich. So. Das sind berühmte Philosophen aus Frankreich gewesen, die das aufgebracht haben. Der Mensch meint, er kann alles mit seinem Verstand beurteilen und Luther sagt, das ist die Hure Vernunft. Und wer muss jetzt die Magd von dieser Hure Vernunft sein? Natürlich die Bibel. Wieso? Na, der Mensch hat doch in seinem verfinsterten Verstand Recht. Und wenn der Mensch in seinem verfinsterten Verstand Wissenschaft treibt, hat die Wissenschaft auch Recht. Und die Bibel ist wieder die Magd der Wissenschaft. Und die Bibel muss sich wieder unter die Wissenschaft beugen. Nein. Niemals. Niemals. Naja, aber da gibt's so, liebe Gläubige, geht hinein bis in die sogenannten christlichen Schulen. Da hört man es immer wieder. Ja, wir haben auch gläubige Lehrer. Sogar in unserer Gemeinde ist das gepredigt worden. Das sind große Zeitabschnitte gewesen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Das sind niemals 6 Tage gewesen. Warum? Nun, er steht geschrieben in Psalm 90, 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Also kann ein Schöpfungstag Jahrtausende umfasst haben. Warum? Warum soll ein Schöpfungstag Jahrtausende umfasst haben? Naja, das passt dann so ein bisschen in die Wissenschaft hinein, nicht? Dann stehen wir als Gläubige doch nicht so altmodisch da. Sind doch nicht so auf die Bibel gegründet. Wir können auch schon mitreden. Zwar nicht Jahrmillionen, aber in großen Perioden hat Gott in diesen 6 Tagen, in großen Zeitabschnitten, die Welt geschaffen. Na, ihr Lieben, in meiner Bibel steht aber etwas anderes. Wenn ich zum Schluss der gewaltigen Schöpfungsgeschichte komme, da lese ich in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 2 und 3, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er machte, und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, darum, dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. Noch einmal. Also wurde vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, und also vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er gemacht hatte. Er hat also 6 Tage gewirkt und am 7. Tage ruhte er. Nun wollen wir mal sehen, ob das jeder Tag so Jahrtausende umfasst. Wir gehen in das 2. Buch Mose hinein und lesen die ehernen Worte in den Granitfelsen des Sinai hineingebrannt mit dem Finger Gottes, die 10 Gebote. 2. Mose, Kapitel 20, Vers 9. Vers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken.
Am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch deine Tochter, noch dein Sohn, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Warum? Bitte, Vers 11. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruht am siebten Tage, darum segnet der Herr den siebten Tag und heiligte ihn. Tja, ihr Lieben, wenn wir am siebten Tage ruhen sollen und Gott hat in sechs Tagen die Welt geschaffen, dann müssten wir sagen, also wenn jeder Schöpfungstag Jahrtausende umfasst, dann müssten wir auch Jahrtausende Sabbat haben. Stimmt doch gar nicht. Wir haben jede Woche einen Ruhetag. Sechs Tage Arbeitstag, eine Woche Ruhetag. Bei uns ist es jetzt mit dem Sonntag, bei den Kindern Israels mit dem Sabbat, aber es ist immer der Ruhetag. Also da sehen wir doch, dass Gott in einem Sechstage-Rhythmus die Welt geschaffen hat. Frage, ist Gott in der Lage, in einem Tag das Licht zu schaffen, in einem Tag die Luft zu schaffen, in einem Tag das Land und das Wasser zu schaffen? Sicher ist Gott in der Lage. Er ist so allmächtig und so allgewaltig, er spricht und es geschieht. Er spricht und er steht da, Psalm 33 oder Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben merken wir, dass die Welten aus dem Nichts durch Gott geschaffen sind. Aus dem Nichts? Sicher. Das ist die Schöpferallmacht Gottes. Denken Sie nur, als der Herr auf Erden war. Er sprach, die Kranken sind gesund. Er sprach, die Toten stehen auf. Lazarus, komm heraus! Die kommen tatsächlich heraus. Er sprach und der Sturm ist still. Er sprach und die Dämonen fuhren aus. Er trägt alle Dinge durch sein kräftiges Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Wie schuf Gott die Welt? Na, durch das Wort. Wie schuf der Jesus die Welt? Na, durch das Wort. Er sprach und es wurde Licht. Das ist doch die Allmacht Gottes, die wir nicht verstehen können, weil wir nicht allmächtig sind. Und dann, ja, dann müssen wir so ein bisschen mit der Welt mitreden können, nicht? Ja, dann müssen wir die Bibel so ein bisschen zur Markt der Wissenschaft machen. Es könnte ja sein, so Jahre, Millionen hat Gott so die Welten geschaffen. Moment, Moment, Moment. Wir gehen noch einmal in den Schöpfungsbericht zurück und wir lesen 1. Mose Kapitel 1, Vers 14. Das ist also der vierte Schöpfungstag, ja? 1. Mose, Kapitel 1, Vers 14, und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, die scheinen auf der Erde. Und es geschah also. Moment, was steht hier? Es werden Lichter an der Feste des Himmels. Dazu auch Sterne, Mond, die Nacht regiert, Sonne, den Tag regiert. Und was ist mit diesen Lichtern? 1. Mose 1, Vers 14. Die da scheinen auf Erden und die da geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Noch einmal. Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Tage und Jahre. Tage. Moment mal. Gott schuf Sonne, Mond und Sterne und durch Sonne, Mond und Sterne geschehen Zeiten, Tage und Jahre. Moment mal, wie entsteht ein Tag? Na ja, die Erde dreht sich einmal um sich selbst. Richtig. Und wie steht eine Woche? Na ja, siebenmal dreht die Erde um sich selbst, also eine Woche. Und wie entsteht ein Monat? Der Mond ist einmal um die Erde gekreist. Dann fängt ihr wieder an. Neumond, Vollmond, Neumond. Neumond, Vollmond, Neumond. Der Monat besteht darin, dass der Mond einmal um die Erde kreist. Und das Jahr? Ja, die Erde kreist einmal um die Sonne. Wo steht das? 1. Mose 1, Vers 14. Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Wie entstehen die Tage? Die Erde dreht sich um sich selbst. Wie entstehen die Jahre? Die Erde dreht sich um die Sonne. Ach, in diesem Jahr, ach, da sind ja schon wieder zwei Monate, drei Monate vergangen, sicher. Bald ist wieder Weihnachten, ist wieder ein Jahr rum. Wieso ist das Jahr rum? Na, die Erde hat ihre gewaltige Reise
um die Sonne vollendet. Die Sonne tönt nach alter Weise in bruderschwerem Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag, und alle seine hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Wie ist das Jahr umgegangen? Na, die Erde ist wieder mal um die Sonne gekreist. Wir sagen zwar, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter, das stimmt gar nicht. Die Erde dreht sie um sich selbst und kreist dabei um die Erde. Und dabei kreist der Mond um die Erde. Tage, Wochen, Monate, Jahre. Durch die Gestirne, durch die Planeten. Nun stellt euch vor, die Erde würde sich schneller drehen um die Sonne. Und dann wäre das Jahr kürzer. Und die Erde brauchte länger in ihrer Reise um die Sonne. Und dann wäre das Jahr länger. Stellt euch vor, die Erde würde sich schnell um ihre Achse drehen. Dann hätten wir vielleicht nur einen 12-Stunden-Tag. Stellt euch vor, die Erde würde sich langsamer drehen. Dann hätten wir vielleicht einen 48-Stunden-Tag. Jetzt haben wir einen 24-Stunden-Tag. So hat Gott das geordnet. Wie entsteht unsere Zeit? Durch die Umdrehung der Gestirne um sich selbst und umeinander. Dadurch entsteht die Zeit. Und wo steht das? In der Schöpfung. Und was steht im Schöpfungsbericht? Tage. Tage, sicher steht das da. Die da geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und wenn jetzt geschrieben steht, dass Gott an 6 Tagen die Welt schuf, dann müssen das 24 Stunden Tage gewesen sein. Weil gerade im Schöpfungsbericht geschrieben steht, 1. Mose 1, Vers 14, Zeiten, Tage und Jahre. Das können nur Tage gewesen sein, weil Gott so groß und allmächtig ist. Und wir müssen die Bibel wieder als Markt der Wissenschaft, als Markt der hure Vernunft machen. Immer die Wissenschaft hat recht, unser Verstand hat recht, der Professor hat recht, der Doktor hat recht, der Lehrer hat recht, der Wissenschaftler hat recht. Nein, alle Menschen sind Lügner. Die Bibel hat recht, wenn sie das sagen, was die Bibel sagt. Das gibt es ja auch solche Wissenschaftler. Genügend, auch in unserer heutigen Zeit. Ich könnte jetzt Namen nennen. Das ist was anderes. Ich rede von den Gottlosen, von den Atheisten, die da sagen, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Ja, von wegen, ihr fahrt mitten in die Hölle. Ohne Gott und ohne Sonnenschein. In der Hölle gibt es keinen Sonnenschein mehr. Dann ist es vorbei. Da gibt es Heulen und Zähneklappen. Ihr Lieben, wir merken, wenn wir beginnen, über den Heilsratschluss Gottes nachzudenken, dass wir von vornherein wissen müssen, Gott ist der Schöpfer der Welt. Weil Gott der Schöpfer der Welt ist, ist er auch der Löser. Und weil Gott Schöpfer der Löser ist, ist auch der Vollender der Welt. Also, der Jesus Christus ist Erlöser und nur er kann der Löser sein. Tja, weil er mit dem Vater die Welt geschaffen hat. Sehen Sie mal, wie soll der Mensch erlöst werden? Psalm 49. Kann doch ein Bruder den anderen Bruder nicht erlösen? Er muss es anstehen lassen ewiglich. Warum? Es kostet zu viel. Sie kennen dieses Wort. Psalm 49. Vers 6, 7 und 8. Nachzulesen. Und? Warum muss das anstehen lassen ewiglich? Warum kostet das so viel? Tja, was soll nun der Menschen erlösen? Sonne, Mond, Sterne, Fische, Vögel, Tiere, Luft, Land, Wasser, steht alles unter dem Menschen. Der Mensch ist das höchste Geschöpf. Der Mensch ist das einzige Geschöpf, was geschaffen ist im Bilde Gottes. Wer soll denn dieses Geschöpf erlösen? Die Tiere? Ochs und Bocksblut mögen nimmer die Sünden wegzunehmen. Die Pflanzen? So wie Kain von den Früchten des Feldes brachte? Niemals. Die Fische im Meer? Ach. Da oben die Sonne? Gibt heute noch Völker, die Sonne anbeten. Mit Recht sagt Hiob, ich habe dem Mond keine Küsse zugeworfen. Habt ihr das mal gelesen? Gibt genug Mondzauber. Beim aufsteigenden Mond, beim abfallenden Mond, nicht? Der zunehmende Mond, das ist ja eine ganz bestimmte Lehre. Da müssen bestimmte Sachen angebaut werden, da muss das passieren und das passieren. Es gibt auch Krankheiten, die steigen bei Vollmond, es gibt Krankheiten, die fallen wieder. Das ist ja unheimlich. Ja. Das sind die Menschen, die nach dem Neuen Testament den Elementen dieser Welt verhaftet sind. Sonne, Mond, Sterne, Tiere,
Pflanzen, vielleicht sogar Tieropfer, blutiges Tieropfer, nein. Dadurch ist der Mensch nicht zu erlösen. Der Mensch ist nur durch den zu erlösen, den geschaffen hat, Gott. Und deswegen ist der Mensch nur durch Gott zu erlösen und kein anderes Opfer gilt vor Gott, weil der Mensch zum Bilde Gottes von Gott geschaffen ist. Und weil Gott den Menschen geschaffen hat, zu seinem Bilde. Tja, darum kann nur Gott den Menschen erlösen. Und darum ist der Jesus Christus bereit, vor Grundlegung der Welt für unsere Sünden zu sterben und für uns in den Tod zu gehen. Und wenn wir uns von dem Herrn Jesus Christus erlösen lassen, Römer 8, werden wir in sein Bild verklärt, auf dass derselbe Christus sei der Erstgeborene unter vielen Brüdern. 2. Korinther 3, und wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen in das Bild, das ist vom Herrn, das ist der Geist. Wer hat uns geschaffen? Gott. Wer kann uns erlösen? Na, nur Gott. Wo sollen wir denn hingehen? Zum Herrn Buddha nach Indien? Zu Herrn Mohammed, der mit Feuer und Schwert uns zum Islam bekehren will? Zu Herrn Konfuzius in China? Na, wenn ich das Galgengesicht sehe von dem Herrn Konfuzius. Wo sollen wir denn eigentlich hingehen? Zu Herrn Laozi? Irgend so einem Shintoismus, dann nach Japan? Zu den Fetischpriestern nach Afrika? Wo sollen wir denn hingehen? Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin? Na, es gibt kein Wohin. Es gibt überhaupt keine Frage. Wir müssen den Menschen zurufen, ihr habt euch ja verirrt in dem Irrgarten dieser Welt. Wo lauft ihr denn hin? Wir sind weg von Gott. Seit wann? Seit Adams Sündenfall, als die Stimme Gottes rief, Adam, wo bist du? Auf der Flucht vor Gott. Ja, wohin eigentlich? In die Arme des Teufels. In den Rachen des Todes. In den Schlund der Hölle. Und das, ihr Lieben, ist Heilsratschluss Gottes. Dass uns Gott in seiner Liebe nachläuft. Wie der Dichter sagt, und dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Das ist das Entscheidende. Dass er mich geliebt hat vor Grundlegung der Welt. Dass er mich gewollt hat. Dass er mein Leben bestimmt hat. Und nun bin ich geboren. Und nun lebe ich. Erstmal ohne Gott. Und warum lebe ich in meinem Leibesleben? Von Vater und Mutter habe ich das Leben bekommen. In einer Familie bin ich groß geworden. Warum? Damit ich das irdische Leben ergreifen kann im Glauben. Und wie bekomme ich das irdische Leben? Im völligen Glauben an den Sohn Gottes, der dieses große Heil für mich vollbracht hat, was der Vater, der Sohn und der Heilige Geist vor Grundlegung der Welt geplant haben und was, auch heute Abend wieder, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist in unser Herzen hinein verkündigt wird. Es sind zwar menschliche Worte, die das begleiten, es sind aber nur äußere Worte, aber letzten Endes geht es darum, der Herr redet, sein Wort redet. Das scharfe, zweischneidige Schwert, wo diese Herren und diese Damen Studenten, Pädagogiestudenten, Mathematikstudenten, Physikstudenten, och, was waren das für gebildete junge Leute da, 18, 19, 20, 21 Jahre alt, Blüte der Nation. Ja, auf einmal waren sie vom Worte Gottes erschlagen und die Erste fing an zu beten, oh Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mir heute Abend gezeigt hast, ich stamme nicht vom Affen ab. Du hast mich geschaffen. Siehst du? So eine Kraft hat das Wort Gottes. Und wenn wir Gott mal anfangen, die Ehre zu geben und sagen, Gott, du hast mich geschaffen. Du hast ein Recht auf mich. Ja, Gott dann hat Recht auf uns. Wir können nicht machen, was wir wollen. In dem Willen Gottes leben bedeutet, weil uns Gott geschaffen hat, hat er ein Recht auf uns. Und darum sollen wir in seinem Willen leben. Christus hat uns geliebt. Vor Grundlegung der Welt ist am Kreuz für uns gestorben. Darum? Tja, darum sollen wir zu ihm kommen. Jesus nimmt die Sünde an, sage doch dies Trost vor allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünde an. Ist das nicht gewaltig? Mir nach spricht Christus unser Held. Mir nach, ihr Christen, alle verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle. Nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folgt meinem Wandel nach. Wer ruft uns heute Abend? Na gewiss, da ist ein Mensch. In jedem Gottesdienst sind ja irgendwelche Menschen, die singen oder die predigen oder die beten, ja. Aber das sind doch nur Werkzeuge, Handlanger, Mitarbeiter, unnütze Knechte, sagt die Bibel. Was ist das eigentliche? Der Heilsplan Gottes. Der ist von Gott. Am Kreuze ward vollbracht, was Gott aus Lieb erdacht,
was Sünder selig macht. Und für wen ist das für uns? Lamm Gottes, deinen Wunden verdanke ich Tag und Nacht, dass du den Rat gefunden und der Sünder selig macht. Gelobet sei dein Todesschweiß und allen deinen Schmerzen, sei ewig eh und preis. Das ist, was wir heute Abend beten müssen. Und wer kann das beten? Der Mensch, der hundertprozentig mit ganzem Willen sagt, ich will. Ich will mich heute Abend aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Ich will zurück zu Gott. Ich will zu meinem Heiland Jesus Christus. Wenn der Mensch heute Abend sagt, ich denke, ich fühle, ich meine, ich sollte, vielleicht, eventuell, es könnte ja sein. Nein, das ist alles nur 99%. 100%. Ich will heute Abend. Tja, wer spricht dieses Ich will? Na, du selbst. Ich kann das nicht für dich sprechen. Und der neben dir sitzt auch nicht. Dein Vater nicht und deine Mutter nicht. Deine Tochter nicht und auch nicht dein Sohn. Auch nicht dein Bruder und nicht deine Schwester. Das musst du selber sagen. Ich will. Das ist die Entscheidung. Und was geschieht, wenn du heute Abend sagst, ich will? Dann nimmst du den ganzen Heilsratschluss Gottes in dein Herz auf. Das weißt du im Augenblick nicht gleich, was da geschieht an so einem Abend. Aber das ganze Heil, was Gott vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, was Christus am Kreuz vollbracht hat und was wir in unserem teuren und kostbaren Bibelbuch aufgezeichnet finden, dieses ganze Heil, das kommt dann in unser Herz hinein. Und nun verstehen wir, wenn der Liederdichter sagt, stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Was ist das, dieses zu viel? Na, der ganze Heilsplan Gottes, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das vergossene Blut unseres Heilandes, am Kreuz für uns starb. Das ist dieses zu viel an mich gewandt. Ja, das ist ja gewaltig. Ihr Lieben, wer von euch kann denn an diesem Heil vorübergehen? Heute Abend muss uns da das Herz brechen. Heute Abend muss uns doch das Brennen auf dem Stuhl, wo wir sitzen. Brannte nicht unser Herz, sagen die Emmausjünger. Wo sind heute Abend die Menschen, die vom Geiste Gottes ergriffen sind, Gott die Ehre geben, die zu Jesus kommen und denen Jesus in ihr Herz und Leben aufnehmen? Und? Tja, wenn sie vielleicht laue Kinder Gottes geworden sind, vielleicht sogar von der Evolutionstheorie angetastet sind, wenn sie der Wissenschaft mehr glauben als Gott, dass sie heute Abend Buße tun und Gott die Ehre geben und Gott danken, dass Gott sie geschaffen und erlöst hat. Und das heute Abend ganz neu annehmen. Ihr Lieben, das muss der Abschluss dieses Abends sein. Das Heil Gottes für dich. Für dich, als ob du der einzige Mensch auf dieser Erde wärst. So sehr liebt dich Gott. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass du heute Abend Ja sagst. Mit ganzem Herzen, hundertprozentig Ja, ich will heute Abend zu meinem Heiland kommen.